Anastasia, Band 3, Raum der Liebe, Kapitel 6, Die lichten Kräfte. Alexander fuhr fort. Der ergraute Wissenschaftler schien alles andere um sich herum vergessen zu haben und überschüttete Anastasia mit immer neuen Fragen. Was sind die lichten Kräfte, Anastasia, wollte er wissen. Das sind lichte Gedanken, die einst von Menschen gedacht wurden. Das All ist voll davon. Können Sie mit ihnen Kontakt aufnehmen, sie wahrnehmen? Ja, das kann ich. Können Sie alle Fragen beantworten, vor der die moderne Wissenschaft steht? Mag sein, jedenfalls viele. Aber jeder Wissenschaftler, ja jeder Mensch kann Antworten auf diese Fragen bekommen. Entscheidend ist dabei die Reinheit der Gedanken und Absichten. Wären Sie bereit, einige offene Fragen der Wissenschaft zu beantworten? Wenn Ihnen die Antwort nicht selbst kommt, sind Ihre Gedanken nicht rein genug. Das ist das Gesetz des Schöpfers, und ich werde es nicht brechen, wenn ich einen negativen Impuls spüre. Gibt es etwas Höheres als die lichten Gedanken, die vom Menschen erzeugt werden? Ja, aber in ihrer Bedeutung sind die lichten Gedanken gleich. Was ist das für eine Macht? Wie könnte man sie bezeichnen? Bezeichnen Sie sie gemäß Ihrer eigenen Wahrnehmung. Können Sie mit ihr kommunizieren? Ja, das kann ich, jedenfalls ab und zu. Ich denke, ich spreche in der Tat mit ihm. Gibt es im Weltall eine Energie, die auf der Erde nicht bekannt ist? Die höchste Energie des Weltalls existiert bei uns auf Erden. Man muss sie nur verstehen. Anastasia, können Sie diese Energie irgendwie beschreiben? Ist sie so etwas wie eine Kernreaktion, eine Art kosmisches Vakuum? Die mächtigste Energie im Weltall ist die Energie der reinen Liebe. Ich spreche über sichtbare, praktisch wahrnehmbare Energie, die den technischen Fortschritt beeinflussen kann. Eine Energie in Form von Wärme oder Strahlung oder meinetwegen auch einer Explosion. Genau davon spreche ich. Alle menschengemachten Anlagen zusammengenommen können die Erde nicht lange erhellen oder erwärmen. Die Energie der Liebe aber kann das. Anastasia, Sie sprechen schon wieder in Rätseln. Das müssen Sie irgendwie sinnbildlich oder im übertragenen Sinne meinen. Nein, ich meine es ganz direkt, in Ihrem Sinne. Aber die Liebe ist doch nur ein Gefühl, das man weder sehen noch praktisch anwenden kann. Die Liebe ist eine Energie, die reflektiert wird und die man sehen kann. Wo wird sie reflektiert und wann kann man sie sehen? Die Sonne, die Sterne und alle sichtbaren Planeten reflektieren diese Energie. Das Licht der Sonne, das alles Leben auf Erden ermöglicht, wird von der menschlichen Liebe erschaffen. Im ganzen Universum wird diese Energie der menschlichen Liebe nur von der Seele hervorgebracht. Sie steigt in die Höhe, wird dort gefiltert, von den Himmelskörpern reflektiert und kehrt so in Form von wohltuendem Licht wieder zur Erde zurück. Ist denn die Sonne nicht in sich selbst aktiv, durch Verbrennung und eigene chemische Reaktionen? Man braucht nur ein klein wenig nachzudenken, um zu verstehen, dass eine solche Schlussfolgerung nicht richtig sein kann. Diese Erkenntnis ist ungefähr so schwierig wie 2 und 2 zu addieren. Kann der Mensch die Energie der Liebe steuern? Bisher kaum. Wissen Sie denn, wie das geht? Nein, wenn ich es wüsste, würde mich Wladimir schon lieben. Können Sie mit dem in Kontakt treten, der über den lichten Kräften steht? Bekommen Sie Antwort von ihm? Immer. Er antwortet mir jedes Mal sehr zärtlich, weil er gar nicht anders kann. Dann könnten Sie ihn doch fragen, wie man die Energie der Liebe steuert. Habe ich ja getan.
Und was hat er geantwortet? Um einige seiner Antworten zu verstehen, muss man eine bestimmte Stufe der Reinheit und der Erkenntnis erreichen. Und daran mangelt es bei mir. Aus diesem Grunde verstehe ich nicht alle Antworten. Sie möchten aber doch, dass Ihre Liebe erwidert wird. Wollen Sie dann nichts unternehmen? Doch, ich werde etwas tun. Und was? Ich werde darüber nachdenken. Auch Sie können mir helfen. Was mir vorschwebt, ist, alle Frauen nach ihrer Liebe zu fragen, egal ob ihre Liebe erwidert wurde oder nicht. Die Frauen werden dann darüber nachsinnen und dabei Gedanken erzeugen, die in der Dimension der lichten Kräfte erscheinen. Diese Gedanken kann ich wahrnehmen, verstehen und dann allen helfen. Die Gedanken in der lichten Dimension sind immer klar. Anastasia, es ist unmöglich, allen Frauen auf einmal diese Frage zu stellen. Das kann niemand schaffen. Bitten Sie Wladimir, eine Lösung dafür zu finden. Ihm wird schon etwas einfallen. Allein um meinetwillen wird er da zwar nichts tun, aber wenn Sie ihm begreiflich machen, wie wichtig diese Frage für ihn und für alle Menschen ist, wird er sicher etwas unternehmen. Und er wird auch eine Lösung finden, um alle Frauen zu fragen. Wenn Sie so sehr an ihn glauben, wieso ist er dann nicht in der Lage, Sie zu lieben? Das liegt nicht an ihm, es ist meine eigene Schuld. Ich habe viele Fehler begangen. Vielleicht ging ihm alles zu schnell und ich mit meinen Fähigkeiten erschien ihm irgendwie irreal. Vielleicht kann er auch noch nicht verstehen, warum ich seinen Sohn im Walde aufziehe. Ich hätte mich auch nicht in seine Gedankenwelt einmischen sollen, indem ich seine Gewohnheiten so heftig angriff. Eines weiß ich jetzt, Männer können solchen Druck nicht vertragen. Manchmal schlagen sie ihre Frau sogar dafür. Es wäre besser gewesen, abzuwarten, bis er von selbst alles eingesehen hätte. Zumindest in einigen Belangen hätte er die Möglichkeit haben sollen, sich mir überlegen zu fühlen. Aber daran habe ich nicht rechtzeitig gedacht. Ich habe ihm gesagt, er kann seinen Sohn erst dann sehen, wenn er geläutert ist. Dabei hatte ich damals eigentlich nur an das Wohl des Kindes gedacht. Ich hatte mich sogar dazu hinreißen lassen, zu sagen, es sei schlecht für das Kind, seinen Vater als Dummkopf zu sehen. Und was ist daraus jetzt geworden? Ich bin jetzt die Kluge und er, mein Liebster, ist ein Trottel. Wie kann da noch von echter Liebe die Rede sein? Wieso sollen wir noch andere Frauen um Rat fragen, wo sie doch selbst schon alles so tiefgründig analysiert haben? Ich muss mir darüber klar werden, ob es noch möglich ist, alles wieder hinzubiegen. Ich selbst kann das nicht, denn ich bin immer aufgeregt, wenn ich an ihn denke. Ich müsste alles in Ruhe durchdenken, analysieren und vergleichen, aber ich habe keine anderen Erfahrungen für einen solchen Vergleich. Können Sie nicht mit ihm darüber reden? Bloße Worte werden nicht helfen. Echte Liebe beruht nicht auf Worten. Ich müsste etwas tun, aber was? Vielleicht wissen ja die Frauen Rat. Könnten sie nicht mit ihrem Strahl etwas bewirken? Mit meinem Strahl komme ich nicht mehr an ihn heran. Der Geist meiner Urmutter ist fast immer bei ihm und verwehrt mir den Zugang. Ich weiß jetzt, warum.